Junge Menschen wollen immer mehr in Aktien, Fonds und Kryptowährungen investieren. Im Vergleich zum Jahr 2019 gab es 2020 67% mehr junge Anleger zwischen 14 und 29. Die Deutschen haben im internationalen Vergleich auch eine sehr hohe Sparquote bei ca. 10%. Das heißt, 10% ihres Einkommens wird nicht ausgegeben. Allerdings sind die Deutschen gleichzeitig unterdurchschnittlich in Wertpapiere investiert. Warum? Für viele Deutsche erscheint Sparen als die sicherste Option und Geldanlagen am Kapitalmarkt oft noch als zu riskant. Warum dein Geld jedoch weniger wert wird, wenn es nur auf dem Konto liegt, und warum auch du 2022 damit anfangen solltest, erfährst du in diesem Video. Ich glaube, bei mir löste ein Wort doch etwas Angst aus. Altersarmut. Das wird mir vermutlich drohen, wenn ich nur in die gesetzliche Rente einzahle und sonst untätig bleibe. In den nächsten Jahren werden so viele Menschen aus der Babyboomer-Generation in Rente gehen, dass wir als Renteneinzahler das gar nicht alles auffangen können. Und bereits seit einigen Jahren werden die Ausgaben der gesetzlichen Rentenversicherung mit 100 Milliarden Euro vom Bundeshaushalt bezuschusst. Nur mal so, der Bundeshaushalt, der lag 2020 bei 350 Milliarden Euro. Das heißt, mehr als ein Viertel des Bundeshaushalts fließen aktuell direkt in die Rente. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich möchte am Ende jedenfalls nicht sagen, Mensch, hätte ich doch mal früher damit angefangen, mich abzusichern. Wer früh anfängt, gewinnt. Möglichst früh aus der Arbeitswelt aussteigen, in Frührente gehen und sein Leben komplett selbstständig und unabhängig führen, das ist tatsächlich die Idee des Frugalismus, die den bewussten Konsum sowie den bewussten Verzicht feiert. Hier geht es darum, möglichst früh am Kapitalmarkt anzulegen und in naher Zukunft von den Renditen vollständig leben zu können. Eine Empfehlung von mir: Hierzu gibt es übrigens eine gute Arte-Reportage, die zwei ganz unterschiedliche Geschichten von Frugalisten begleitet und zeigt, welchen Spagat man aus Verzicht auf der einen Seite und Aussicht auf Freiheit in der Zukunft auf der anderen dafür meistern muss. Jetzt muss nicht jeder von uns zum Frugalisten werden, aber die Grundidee ist doch ganz spannend. Wer bereits früh anlegt und nicht nur ausgibt, der schafft sich langfristig Freiheit. Inflation steigt. Mein Opa sagte immer, spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Was er damit meinte, ist eindeutig. Leg was beiseite, damit du auch in schwierigen Zeiten noch was hast. Das galt damals vielleicht auch noch viel mehr, als die Zinsen auch höher waren. Heute wird Sparen jedoch immer unattraktiver. Aktuell liegt die Inflation laut Bundesbank bei 3,2% und Ursachen dafür können zum Beispiel Erhöhungen der Produktionskosten sein, wie zum Beispiel höhere Löhne oder steigende Preise für Rohstoffe wie Öl. Da die Unternehmen dann nach wie vor Gewinn erwirtschaften möchten, erhöhen sie ihre Preise, wodurch der Wert des Geldes sinkt. Was heißt das also kurz und kompakt? Die Preise steigen, das Geld verliert an Wert. Für den gleichen Betrag kannst du dir also weniger kaufen als noch zuvor. Beim Sparen würde infolge einer Inflation das Geld auf dem Konto also weniger wert sein und deshalb ist Sparen schon lange nicht mehr so attraktiv wie Investieren. Anderen helfen können. Am Ende geht es jedoch auch darum, sein Skillset und seine Perspektive aufs Leben zu erweitern. Man schaut ganz anders auf das, was man wirklich im Leben braucht und gestaltet es dementsprechend auch anders. Man schärft seinen Blick für seine Ausgaben auf der einen Seite sowie Investitionen auf der anderen Seite. Und genau dieser Blick kann auch deinem Umfeld zugutekommen. Manchmal kann man schon mit zwei, drei kleinen Impulsen Freunden helfen, denn die finanzielle Situation jedes Einzelnen bestimmt im Wesentlichen auch, wer an welchen Aktivitäten mit seinen Freunden teilnehmen kann. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Ich habe Freunde, die sich wirklich Gedanken machen müssen, wie sie den nächsten Stadttrip finanziell hinkriegen. Und wenn bei manchen Freunden das Geld irgendwie immer knapp ist, kann man gemeinsam manche Ausgaben vielleicht hinterfragen und langfristige Perspektiven schaffen, ohne jemanden zurückzulassen. Also, wir fassen zusammen. Wenn man jetzt clever ist und über die nächsten Jahre gut investiert, können viele von uns sich dem Modell des Frugalisten nähern. Weniger arbeiten müssen, mehr von Renditen leben. Deshalb müsste man den Spruch meines Opas vielleicht auch neu denken. Investiere in der Zeit, dann hast du bald mehr Zeit. Ich fühle mich auf jeden Fall sehr gut, tatsächlich, seitdem ich mich mit diesem Thema auch auseinandergesetzt habe, nach langem vor mich herschieben. Und ja, wenn auch du nach diesem Video starten möchtest, dann schau dir doch auch das Video hier an, in dem ich dir zeige, was die nächsten Schritte sind, um ins Doing zu kommen. Viel Spaß und bis bald.